Grüßt euch, meine Lieben, und wieder willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noir. Unser Radio ist gerade am Dingsbumsen. Ich muss kurz eine kleine Sache erläutern. Wie ihr es vielleicht jetzt gerade schon gehört habt, oder wie ich es in einem Video von mir schon gesagt habe, ich werde die Musik in den ganzen Spielen, die ich jetzt erstmal einmal machen werde oder Neuaufnahmen aufnehmen werde, weglassen. Das hat, Gründe, YouTube-Gründe, also dieser neue Content-ID-Scanner, der spinnt angeblich, beziehungsweise der detectet alles, was nicht niet- und nagelfest ist und irgendwelche Rechte an Musik und bla ist. Und da von mir schon ein Video jetzt auf einmal gesperrt wurde, obwohl es vorher in Ordnung war, habe ich mir gedacht, alles klar, dann nehme ich halt jetzt erst einmal alles ohne Musik auf. Und ja, wenn das dann besser wird, also wenn sich das gefestigt hat mit dem neuen YouTube-System, dann mache ich die Musik auch wieder an, denke ich mal. Das heißt in dem Sinne, weniger Musik, aber dafür mehr engelsgleiche Stimme von meiner Seite. In dem Sinne fahren wir auch gerne mal los. 20 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. No stiff yet, so let's see how it plays out. Okay, endlich. Die sind jetzt mal ruhig. Wir haben Zeit. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why do you have a car? Well, obviously someone got a little heavy hand. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, Phelps. It doesn't add up. So, wie ihr gesehen habt, habe ich wieder eine kleine Nebenmission angenommen. Das werde ich immer probieren, wenn wir eine Mission machen können. Je nachdem, wie wir gerade lustig sind. Oh, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy is driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil. The Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. Er ist die ganze Zeit am Quatschen. Mann! Hat er es jetzt? Ja, wir sind schon auf dem Weg. 437 East 8th Street, Unit to Hamlet Code 3, identify. Hey, here it's already. Here's already the mission. Wunderbar. Hey, sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Ach du Scheiße. Alles klar, wo ist er hin? Wo ist er hin? Scheiße! Ah! Mist! Verfolgungsjagd, alles klar, kein Problem. Jetzt lauf da hin! Links, rechts, da! Ah! Scheiße! Ja, ich warte auf nix. Ich hab versucht, den zu erschießen, aber das hat leider nicht funktioniert. Alter, wie langsam steigt denn das scheiß Auto ein? Das gibt's ja gar nicht. Ups! Okay, Verfolgung sagt, hä? So, dann rammen wir den kleinen Drecksack doch mal, oder? Doch nicht. Scheiße, das. Alter, was ist denn hier los? Ja, scheiße, Polizeihupe habe ich ja nicht mehr, also Alarmanlage. Okay, dann scheiß drauf, hier. Ja. Nein! Ja, Alter. Stop here. We're making a break for it on foot. Scheiße. Komm aus da. Raus da jetzt. Raus. Jetzt hätte ich noch fast gehabt. Mist. Ah, wo ist er hin? Ah, sie sind hoch. Die sind hoch. Die sind hoch. Die sind hoch. Ich hole mir den Fix. Wo ist er? Ja. Jetzt ruckelt das Spiel auch noch. Find some cover. Das war ein sauberer Kopfschuss, würde ich mal behaupten. Ordentlich.
Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Hyenas, be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street. Code 4. Okay, das war jetzt hier schon die Nebenmission. Wie gesagt, die habe ich auch schon mal gemacht. Und deswegen wird das jetzt hier wahrscheinlich nicht angezeigt. Aber das macht ja nichts, ne? Weil, machen wir, wahrscheinlich laufen die Nebenmissionen so hintereinander ab in jedem neuen Spiel. Und dann von daher ist mir das jetzt immer Jacke. Hau ab. Unser Auto. Goddamn Maniac. Du bist ja hier auch ein Blitzmerker. Alter Vater, das gibt's ja gar nicht. So, einmal hier lang. Dann. Also unser nächster Auftrag ist es jetzt erstmal zu den... Mann, Blacks zu fahren. Ne? Die Blacks. Also die Familie Black. Ach, da vorne sind sie doch auch schon. Sehr schön. Ist klar. Ei, hier, guck mal. Vorstadt-Amerikaner. Das ist ja cool. Das sieht ja richtig schön aus. Sehr idyllisch. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. Heute noch, bitte. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Okay, das machen wir doch gerne. Wo ist er denn? Hier. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned. And I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name InstaHeat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. At the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Session. Well, check the place out. Come on. So, das Problem ist jetzt nur... Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Ja, ja. Das Problem ist jetzt nur... Da ich die Musik ausgemacht habe, ne, wegen den Rechten, kriege ich auch gar keine Hinweismusik mehr, ne? Das heißt, wir sind voll am Arsch. Wir sind voll am Arsch, aber ich weiß ja zum Glück, ich weiß ja noch, was wir hier zu machen haben. Auch hier, guck mal. Seems irrelevant. Ja, das ist richtig. Nee, wie gesagt, ich weiß ja, was wir hier zu machen haben. Ich weiß ja, wo ich jetzt hin muss, was ich sehen muss und so weiter. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber bei den nächsten Missionen wird das, also bei, ich glaube, eine habe ich noch gemacht, danach bin ich blind. Ja, danach wird es, denke ich mal, schwer. Kavanaugh's. So who brought this home? Ah. Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. Find ein Telefon, ja. Okay, wir haben jetzt eine Streichholzschachtel gefunden von einer Bar. Und da rufen wir doch gerade mal bei der Diensterkennungsstelle an. Diensterkennungsstelle, Quatsch. Ihr wisst schon, was ich meine. Bei der Polizei, Dingsbums, bla, rufen wir jetzt mal an und Feuer frei. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, detective. One moment. Kavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt.
south side of Union Station. Thank you. Okay, das hätten wir schon mal. Dann lass uns doch mal ganz kurz in unser Notizbuch schauen. Wir haben jetzt hier Hinweise. Wir haben jetzt das verlassene Fahrzeug, die Blutflecken, die Quittung für ein lebendes Schwein, das blutige Rohr, den Gap-Beutel und Kavanaghs Streichholzbrief. Ja. Das hätten wir. Okay, da müsste aber noch... Ah, hier sind ja, hier ist ja noch mehr. Hoi. Okay, weg damit. Ach, hier ist da auch eine Zeitung, sehe ich gerade. Ah, ja. Scheiße. Okay, na gut, dann, Jungs, Mädels, ich werde dann mal ganz kurz die Zeitung lesen, ne? Also, das wird eine kleine Zwischensequenz sein. Dann, habt erstmal viel Spaß damit und dann geht's gleich weiter mit dem Fall. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions, these blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Ja, 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 unser kleiner Arzt, das ist schon einer, das ist schon eine Kanone. Okay, also wir haben jetzt hier die Küche schon einmal durchstreift. Wir haben, hier sind noch zwei Tassen Kaffee. Hat die Besuch gehabt oder was? Ist das, Alter, hier, dreckiges Geschirr. Gab es 1947 schon eine Spülmaschine? Ich glaube nicht, ne? Könnt trotzdem mal den Scheiß hier sauber machen. Alter, Vater, ist doch schon hier, Hausfrau, Mann. Aber ich schweife ab. Ja, wie gesagt, hier ist auf dem Tisch eine Rechnung von Instaheat. Und die müssen wir uns mal anschauen. Hui. Heißes Wasser rund um die Uhr. Ja, toll, super. Instaheat, der neue automatisch gasbetriebene Wasserboiler. Weiter konnte ich es halt nicht lesen. So, was haben wir hier? Kein Rost und keine Korrosion. 10 Jahre Garantie. Entworfen für mehr heißes Wasser rund um die Uhr. Ah, neuer Hinweis, Instaheat-Broschüre. 82 Euro, Dollar. Alter Vater, da würdest du hier, was würdest du heute dafür bezahlen? 500, 1000 Euro? Pff, leck mich am... Ding. Da hätten wir hier noch eine... Ja. Ja, ja, da hätten wir hier noch die Rechnung. Ja, Instaheat-Modell 12, Gas-Wasserboiler für, ja, hier nochmal alles zusammengerechnet, Installation 12 Euro. This was only recently installed, not 2 days ago. Jo, das heißt, der müsste... Maybe it's time we took a look around outside. Ja, wir gucken uns gleich mal um. Das heißt, der hat das hier letztens noch installiert und dann, jo. Oh, ein Staubsauger. Nee. Gibt's hier vielleicht in der Abstellkammer etwas? Uhr. Ja, wie gesagt, das kenne ich hier schon, deswegen muss ich da nichts angucken. Glaubt mir, das wird noch besser, wenn ich das Spiel blind spiele. Weil ich ja dann von nichts eine Ahnung habe. Was ist denn das jetzt hier unten? Das kann ich gar nicht anklicken. Boah, eine Bank. Eine Bank. Wie gemütlich. Aber jetzt mal ehrlich, das sieht schön aus hier. Also hier würde ich mich... Hier würde ich mich auch wohlfühlen. Ja, doch, so, ne? Kann ich hier rein? Ach, hier, Quatsch.
Kann ich hier rein? Nee, da kann ich nicht rein. Das hat einen goldenen Griff. Ah ja, hier ist doch der Gaswasserboiler. No use leaving the thing half finished. Ja, das ist jetzt hier so eine Art Puzzle-Game. Wir müssen jetzt von den vier Teilen, müssen wir die jetzt überall anschließen. Zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Einmal, natürlich ohne Festschrauben. Das funktioniert so. 1947 hat das so funktioniert. Tak, tak, tak. Hier. Das Schrauben wurde erst 1950 erfunden. Deswegen, ne, also... Das hat ja natürlich alles nicht gehalten, deswegen liegt der Scheiß ja wieder auf dem Boden, weil die haben ja nichts festgeschraubt, ne? Nett? Glaubt ihr, nett? That can't be right. Tada! No, that won't work. Nein, das klappt nicht. Warum klappt das nicht? Ach, hier, ja. Ja, so, und hier jetzt, genau. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Oh mein Gott, es war der Gärtner. Oder der Butler. Der Butler war es bestimmt, die Sau. Moment, lasst uns mal ganz kurz gucken, was haben wir denn jetzt hier für Hinweise. Wir haben jetzt, genau, die kennen wir ja schon, dann noch die Internetbroschüre, Internetrechnung und den Wasserboiler. Rechnung über Insta-Heat, Wasserboilerinstallation erst kürzlich erfolgt. Ja, das ist richtig. Dann können, haben wir noch neu installiert, ein Rohrstück fehlt. Richtig, das hatten wir auch. Und dann nochmal eins weiter, bitte. Werbebroschüre für Insta mit Montage. Ja gut, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Okay, dann müssten wir jetzt mal die Frau befragen. Vielleicht weiß sie ja jetzt mehr. Oder vielleicht kann ihr uns ja irgendwie mal was sagen. Oder hier ist doch... Ah, hier ist doch noch Schlafzimmer, oder? Ja. Sag mal, die ist hier... Ja gut, die ist ein bisschen, glaube ich, nicht so ganz sicher, die Frau. Was haben wir denn hier? Och jo. Guck mal. Ich glaube, ich sollte das Ganze mal unten vorlesen. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Ja, irgendwie schon, ne? Vielleicht ist er auch einfach... Weiß er nicht. Was haben wir denn hier? Ah, das sieht doch aus wie das Brillenetui, oder? This must be Adrian's. Da müsste doch dann die Brille fehlen. Ja. Stenzel. So the glasses are a match. Ja, das dachte ich mir schon, das fehlt. So sieht er aus. Nochmal so richtig. Netter Kerl. An meinen Adrian. Ich habe Sehnsucht und komm wieder schnell zu mir, mein Schatz. Nicole. Oh ja. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Nicole, schaust du mal. Heißt die, wie, Moment, da muss ich jetzt gerade mal gucken, die Frau heißt doch von dem anders, ne? Oh! Der kleine Stecher. Ah, hier ist da auch noch was. Sag mal, was machen die denn die ganze Zeit mit den Streichhölzern? Sollen sich mal ein Feuerzeug zulegen? Und das Feuerzeug war doch schon vor den Streichhölzern da, oder nicht? Hab ich mal gehört. Sagt mir, wenn ich mich irre, aber, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu der Frau. Aber, ich mache jetzt hier erst nochmal einen Schnitt. Wir wollen es ja spannend halten. ja, im nächsten Part geht es dann mit der Befragung von Margaret Black weiter. Und ich bitte euch doch dann einfach mal wieder einzuschalten. Also, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part. Macht's gut, meine Leutchen. Ciao.